Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Banishers Ghosts of New Eden. Wir haben beim letzten Mal hier die eine Tür zumindest schon mal freigelegt. Von den Wurzeln, das ist die Haupteingangstür, okay. So viel dazu, was sich dahinter verbirgt. Aber die Küche, da können wir jetzt auch rein. Ich kann auf die infizierten Wurzeln schießen, wenn du das Herz angreifst. Na, mal gucken. Das Doofe ist halt, man muss erstmal rausfinden, was hier wohin gehört. Da oben. Gute Arbeit. Hätten wir schon mal das nächste freigelegt. So, jetzt kann man auch hier drauf schießen. War das? Spielen wir erstmal Unkrautvernichter. Aber trotzdem haben wir hier noch ein paar Pflanzen drinnen. Es ist noch nicht alles weg. Aber da ist ein Echo. Ein Echo. Es flüstert mir zu. Da steht ein Tier dort. Jetzt. Der alte Mr. Blei hat mich wieder dabei erwischt, wie ich die Gemälde gerade gerückt habe und hat mich sogleich angeschrien. Diese vermaledeiten Gemälde, diese vermaledeiten Wände, das Haus selbst und alle darin stellen sich gegen mich. Er verbirgt etwas hinter diesen düsteren Mauern. Da bin ich mir gewiss. Ich muss herausfinden, was. Es muss etwas mit diesen alten, seltsamen Gemälden zu tun haben. Jedes Mal rücke ich sie gerade, nur dass sie kurz darauf wieder schief hängen. Ich habe herausgefunden, dass alle anderen Gemälde wieder schief hängen, nachdem ich das im Schlafzimmer gerade gerückt habe. Kein Lichtstrahl, kein Glimmern. Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass das Gemälde im Speisesaal keines der anderen Gemälde verrückt. Verändern sich die Wände etwa? In der Dunkelheit des Beisaals befindet sich ein Gemälde, das lediglich das im Gästezimmer verrückt. Meine Gedanken wandern, wie auch die Wände wandern. Was wohl geschieht, wenn ich die Gemälde im Gästezimmer und im Arbeitszimmer gerade rücke? Nun endlich ist die Dunkelheit über mich hereingebrochen. Kein Geräusch, keine Hoffnung. Die ist also so langsam ein bisschen durchgedreht, die gute Abby. Ah, jetzt kommen wir hier rein. Seit einiger Zeit habe ich eine furchtbare Wut auf Ethel. Ich weiß nicht, woher diese Gedanken kommen, aber sie machen mir Angst. Das Geschäft läuft schleppend und in den Minen gibt es Ärger, aber es gibt keinen Grund, warum ich so eine Wut auf meine liebe Frau haben sollte. Mein Großvater war ein gewalttätiger Mann und hatte seine Wut nur allzu oft an meiner Großmutter ausgelassen. Ich hatte mir geschworen, nie so zu werden wie er, aber der Teufel muss einen Weg in meinen Kopf gefunden haben. Ich darf nicht vom rechten Weg abkommen. Ich muss den Teufel aus meinen Gedanken vertreiben und mein Herz läutern. Wofür jetzt hier ein Bild gerade rücken? Aha, Schlüssel. Vielleicht öffnet dieser Schlüssel die Tür. Es wird immer schlimmer. Ich kann ihm nicht entkommen und die Schuld ist allein die meine, denn obwohl er gemein zu mir ist und jeden Tag gemeiner wird, ist meine Boshaftigkeit noch viel schlimmer. Was geschieht mit mir?
Der Abdruck im Samt hat die Form unseres Spiegels. Alte Emotionen sind darin gefangen. Der Schleier der Schatten sei gelüftet. Ich brauche dich nicht mehr. Was machst du da? Törichtes Gör. Bitte. Nein. Bitte tu ihm nicht weh. Was immer das in diesem Spiegel ist, es ist kein Geist und auch kein Schemen. Wo ist Abigail? Abigail ist nicht mehr unter uns, meine Teuersten. Bei welchem Namen sollen wir dich nennen? Immer die gleiche Frage. Du solltest doch wissen, dass sie unbeantwortet bleiben wird, Antea Duarte. Deinesgleichen schicke ich auch ohne Namen dahin zurück, wo du herkamst. Wäre nicht das erste Mal. Woher kennt sie deinen Namen? Das ist nicht Abigail. Es ist, also, man könnte es Dämon nennen. Jedenfalls eine verdammte Plage. Ihr nennt uns Dämonen, aber von wo aus wir zusehen, in der Tiefe, sind wir Engel. Ihr traurige, durchsichtige, denkende Wesen. Seht alles verkehrt. Was hast du mit Abigail gemacht? Sie ist hier, auf eine gewisse Art und Weise. Ich bin das Meer, tief und finster. Sieh die Welle, die vergeht, wieder eins wird mit dem Ganzen, endet. Du hast von ihr Besitz ergriffen? Wie? Wir sind Freunde. Allerbeste Freunde. Nein, du bist eine Lüge. Ein Irrlicht in der Finsternis. Wirklich? Wenn du unter einem Baum sitzt, ganz allein, niemand, der mit dir redet, der mit dir spielt, wie schnell verlierst du dich dann in dir? Du weißt nichts von mir. Beachte sie nicht, Antea. Sag mir nicht, was ich tun soll. Trauriges, durchsichtiges, denkendes Wesen. Dein Opfer sind Paare. Du nistest dich in ihren Herzen ein und säst den Samen der Verachtung. Und wenn er gereift ist, vernichtest du sie. Auch wir spürten dich in unseren Herzen. Ihr seid zu mir gekommen, wie sie alle zu mir kommen. Wenn die Last der unausgesprochenen Wahrheit schwer wird, wenn ihr nicht ehrlich zueinander sein könnt, sag mir, kleines Mädchen, wie fühlt es sich an, deine große Liebe so zu enttäuschen? Antworte nicht, Antea. Du hast selbst gesagt, wir dürfen nicht mit dem Ding reden. Ich weiß, was ich gesagt habe und ich weiß, was ich tue. Dann tu es auch. Du bist jetzt der Verbanner, mach du das doch. Stimmt. Kein Geist, kein Schemen. Was bist du? Ich bin ich, der Herold von der anderen Seite der Tore. Ja, ja, wir wissen alles über die Lehre. Nein, ihr wisst nichts, aber das werdet ihr. Ihr werdet alles über die Lehre erfahren und nur dieses Wissen wird euch füllen. Abigail hat versucht, den Spiegel zu zerbrechen. Sie wollte dich loswerden. Was ist mit ihr passiert? Bist du glücklich, Red Rory McWraith? Beantworte die Frage. Fühlst du dich innerlich leer? Was würdest du tun, um ihre Berührung wieder spüren zu können?
zu fühlen, wie ihre Finger über deine Wange streicheln. Was willst du hier? Fühlst du dich schuldig, weil du deine Familie zurückgelassen hast? War das alles ihr Opfer wert? Bist du beschämt? Willst du es aus Ifes Mund selbst hören? Deine Schwester kann nicht weit sein. Ich... Nein. Abigail wollte John schützen. Deswegen wollte sie dich vertreiben. Abigail hat ihre Wahl getroffen. Aber sie war zu schwach, damit zu leben. Das reicht. Wir setzen dem jetzt ein Ende. Nur zu. Halt! Komm zurück! Ich es hasse, wenn das passiert. Ja, da hat er wohl recht. So, wo ist die jetzt hin? Drüben in dem Raum waren wir noch nicht. Da sind wir sind nah. Ich kann es spüren. Bleib wachsam. Ich habe den Teufel sprechen hören und ihm zugehört. Ich habe sie umgebracht. Das Haus wird heimgesucht. Irgendetwas ist in den Wänden. Ich muss sofort von hier, solange ich noch kann. So, da haben wir das. Und irgendwo haben wir noch einen anderen Knoten. Noch mehr von... Gib acht! Ist das wirklich du? Ich dachte, ich hätte dich verloren. Mich getroffen. Du bist da. Du bist wirklich da. Es tut mir so leid. Alles ist gut, mein Lieber. Du musst dich nicht mehr sorgen. So geht das nicht. Ich bin hier. Wir müssen das beenden. Kann ich jetzt so? Dann waren doch hier auch noch welche. Na, oh Gott, schon wieder so ein großer. Du kannst mich gegen die Wand hauen. Aua. Es will sich John krallen. Ich gebe hier mein Bestes. Ja, eben. Ging ja gerade nicht besser. Haha, jetzt sind wir hier raus. Okay. Wo sind die denn jetzt hin? Hier sind wir gerade hergekommen. Das ist Quatsch. Geh wieder auf. Wo sind die hin? Sind die jetzt runter an Keller? Sobald du die Wurzeln freigelegt hast, zerstöre ich sie. Hier ja nur noch das gesehen. Also wir müssen hier noch mal gucken. Also, ah da. Ich möchte meinen eigenen Garten haben. Glaub mir, das willst du nicht.
Hätte nur nach unten gucken müssen. Wollen schon. Gott, wie tief geht's da runter? Und noch mehr Wurzeln. Natürlich. Dann haben wir eins. Bin noch nicht. Ich glaube, das ist ja auch nicht mehr richtig. Hier können wir Abigail nicht mehr einfangen. Das ist irgendwas anderes. Wir können ja trotzdem mal probieren, ob es mit dem einen geht. Keine Wurzel. So gefällt mir das. Ach, sowas. Nee, das will ich jetzt nicht. Dann werden da wieder irgendwo ausgespuckt. Nicht jetzt, wo wir in dieser Aufgabe da sind. Sind sie vielleicht hier hingeflohen jetzt? Naja, auch nicht. Hier war nur das. Wo sind die hin? Oder ist sie jetzt zu John ins Haus? Kann doch auch sein. Und wir trödeln hier rum. Na super. Nee, ist sie nicht. Die sind noch hier irgendwo. Gab es hier noch eine Tür, die ich nicht geöffnet habe? Da geht's runter. Hier ist das. Ich stelle mir vor, wie John tot vor mir liegt. Ich öffne die Augen und stehe neben meinem Bett, obwohl ich doch schlafen sollte. Was geschieht mit mir? Bitte, oh Herr, hilf mir. Nun, no, das war hier. Hey, da ist auch noch so ein Bild. Genau, ich könnte ja mal auch hier. Hey, da sind das die doch. Jetzt, Abigail. Lasst ab von ihm. Was willst du tun? Mich verbannen? Die arme, liebe, unschuldige Abigail? Willst du uns beide in die Dunkelheit schicken? Anthea, meine Liebe, du weißt, dass Abigail nicht mehr aufsteigen kann. Von mir und meinesgleichen gibt es kein Entrinnen. Außer ich will es so. Ich schlage einen Handel vor. Mein Angebot lautet Abigails Geist für John. John kriegt, was er verdient. Und Abigail kommt frei. Das machen wir. John kann ja im Prinzip nichts Abigail, dafür. Wenn auch nur ein kleiner Teil von dir noch da drin steckt. Es tut mir leid. Für die Liebe muss man Opfer bringen. Aber man darf nicht alles für die Liebe opfern. Eure Situation ist entsetzlich. Wir werden das beenden. Bitte nicht! Schick mich nicht nach unten! Die Hölle erwartet mich dort. Ein schreckliches Gelage. Und ich bin die Hauptspeise. Das reicht. Wir verbannen nicht Abigail, sondern den Dämon, der von ihr Besitz ergriffen hat. Ein gefährliches Spiel.
John! John! Bitte, hilf mir! Abigail würde ich sofort helfen, aber du bist nicht wirklich sie. Red, mach dem Zirkus ein Ende. Zurück mit dir in die Leere, was auch immer du bist. Zurück zu deinen Meistern, wer auch immer das sein mag. Ich werde meinen Preis mit in die Tiefe nehmen und dort werde ich mich laben. Ihr alle seid zum Gelage eingeladen, aber besonders du, Antea Duarte. Sie weiß über dich Bescheid. Sie weiß alles über dich. Und sie erwartet dich. Es gibt hier nichts für euch. Bin ich? Was ist passiert? Was? Verbanner? Es ist vorbei, John. Das Wesen sucht euch nicht länger heim. Ich hatte so furchtbare Träume. Was, der Teufel? Es war ein böser Geist. Einer von der schlimmsten Sorte. Ah, verstehe. Ein Succubus war es, mit dem Gesicht meiner Frau. Hab Dank, Verbanner. Ich muss meine Sachen packen und fortgehen. Bitte, Verbanner, lasst mich zufrieden. Okay, machen wir. Also bei dem, warum hätte ich den jetzt opfern sollen? In 100 Jahren wird dieser Spiegel noch immer verflucht sein. Wenn wir ihn nicht zerstören. Wo sollen wir anfangen? Vielleicht könnte eine Hexe helfen. Sika, aber wo ist die? Hier ist sie. Okay, dann erstmal zum Lager. Ja, da jetzt nicht hinlaufen. Schauen, was sie dazu sagt. Oh, Herr Avatarin, wenn wir da... Nee, geht nicht. Dann würden wir das andere löschen. Oder kann ich das irgendwie noch verbessern? Nee, statten kann ich's nur. Ja, so viel noch. An Nebenquests und dann noch das mit den anderen und, ach, ich weiß nicht, was jetzt noch alles zu entdecken geht. Ja, hier wäre wieder dies. Nee, halt. War hier rein. Zika haben wir ja nur schon lange nicht mehr besucht. So
Sollen wir Seeker bitten, uns mit dem Spiegel der Rumbles zu helfen? Gute Idee. Na, jetzt, wo wir schon da sind. Oh, die Magie ist halt weg und dann sieht es so aus. Okay, verstehe. Was wollt ihr? Und wichtiger noch, was braucht ihr? Seeker? Werte Dame? Wir fanden einen verfluchten Gegenstand. Einen Gegenstand? Was für ein Gegenstand? Wir fanden so etwas wie einen verfluchten Spiegel. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen. Ein Fluch kann verschiedene Dinge bedeuten. Was ist eurer Meinung nach geschehen? Ein Wesen ergriff vom Geist einer Frau Besitz oder ahmte sie vielleicht nach, um den trauernden Witwer zu quälen. Der Spiegel gehörte einem Ehepaar, das aus dem Leben gerissen wurde. Mit brutaler Gewalt. Red und ich spürten seinen Einfluss. Was ist mit dem Witwer geschehen? Wir haben den Spuk beendet. Er hat überlebt. Wir wissen nicht, was ihr zugestoßen ist. Es war ziemlich chaotisch. Ihr habt anscheinend etwas wahrlich Gefährliches gefunden. Gut gemacht. Was denkt ihr, sollten wir damit machen? Das richtige Ritual befördert das Wesen möglicherweise in die Leere zurück. Da fragt ihr die falsche Person. Ein Dämonologe sollte euch weiterhelfen können. Wartet, ich weiß. Thurgood Waterbury. Das Ritual muss in seinem Brevier stehen. Ich bin mir ganz sicher. Habt ihr dieses Brevier? Nein, aber ich weiß, wo ihr es finden könnt. Er verbrachte seine letzten Jahre in Abgeschiedenheit tief im Düsterwald. Ihr wisst noch mehr, das weiß ich doch. Na los, spuckt es aus. Mir fallen drei Dinge ein. Haare einer Person, die dem Wesen entkommen konnte. Erde vom Riss, durch den das Wesen aus der Leere gekrochen kam. Und die Wurzeln eines Baumes, der 5000 Monde überdauert hat. Nichts davon ist alleine mächtig genug, aber zusammen sollten sie den Fluch brechen können. Na super. Ihr kennt euch hier besser aus als wir. Wo finden wir solch einen Baum? Im Düsterwald steht ein großer, krummer Baum. Er ist sicherlich das älteste Lebewesen in ganz New Eden. Dorthin würde ich gehen. Die Leere? Schon wieder? Das Interessante daran ist, dass die Erfolgsaussichten des Rituals steigen, je näher die Erde am Riss lag. Haare? Meint ihr etwa alle? Wenn ihr seinen Besitzer nicht skalpieren möchtet, tut es auch eine Locke. Das beruhigt mich. Habt Dank, ehrlich. Kennt ihr Lemmy Hasker? Was könnt ihr mir über ihn erzählen? Ich erinnere mich gut an ihn. Ein merkwürdiger kleiner Junge. Ruhig, aber intelligent. Das komplette Gegenteil seines Vaters. Ihr erinnert euch besser an ihn als an die anderen. Ja, nun. Man bemerkt die merkwürdigen Kinder, wenn man selbst ein merkwürdiges Kind ist. Wir machen uns auf den Weg. Hoffentlich bis bald. Sicher. Okay, da müssen wir einiges jetzt dann noch zusammensuchen. Diese Locke und die Sache mit der Leere, das können wir bestimmt dort abschließen. Wo wir waren, also... Ah, wie laufe ich denn hier? Ich laufe ja total doof. Ich denke nämlich, ich muss da rein, wo wir, was wir da freigelegt hatten im Keller. Also müssen wir dann wieder zurück. Die Locke von einem Wesen, von jemandem, die diesem Wesen entkommen ist. Ob das der John ist? Finden wir es beim nächsten Mal raus.
Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.